Jetzt wollen wir das mal aufklären, was hier gerade los war. Ja, erzähl doch mal, was war los? Das war ein Ausbruch der Meinungsfreiheit. Ja. Also ich habe hier auf dem Gelände von der Jungen Welt eine Auseinandersetzung gefilmt zwischen Einsatzkräften, Polizeibeamten und dem Chef der Jungen Welt. Die Polizei ist ohne nachzufragen, ohne Erlaubnis auf das Privatgelände der Jungen Welt gegangen und hat den Stecker gezogen. Dies habe ich gefilmt und als Videomaterial festgehalten, genauso wie die Auseinandersetzung mit den Beamten, also der Chef der Jungen Welt mit den Beamten. Daraufhin wurde erstmal gefragt nach einem Presseausweis, den ich ja leider noch nicht habe. Ich habe dann die Kamera einen Journalisten mit Presseausweis weitergegeben. Man hat versucht, an das Material zu kommen. Das würden die Herrschaften, die Zebros hier zuhören, aber leider nicht bekommen, denn das habe ich soeben verschenkt. Das wird als Beweismaterial in der Jungen Welt gelagert. Ja, und meine Personalien wurden aufgenommen. Wie das jetzt weitergeht, habe ich keine Ahnung. Ich wurde dann von Zivilbeamten noch darauf hingewiesen, dass das gesprochene Wort sozusagen nicht zu veröffentlichen ist. Also, dass es eigentlich nicht für die Öffentlichkeit ist. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja.